erstes erwärmt man sich an Land, Spagate, man dehnt Arme und Füße. Und ja, dann geht es ins Wasser, da schwimmt man sich ein. Und manchmal trainiert man auch ein bisschen Ausdauer, damit man die Kühen schafft. Und dann bereitet man sich auf die Wettkämpfe vor. Also sie achten auf Ausführung, auf Ausdruck und auf Schwierigkeit. Wie schwer halt die Kühe ist, also ob man lange unter Wasser ist oder halt nicht so. Und ob zackig gearbeitet wird und ob man lacht oder nicht. Also das Gefühl, das ist schon ein bisschen eklig und es macht auch nicht besonders viel Spaß, die Terlantine rauszuwaschen. Aber man braucht es schon, weil wenn man ohne Terlantine schwimmt, dann würden alle Haare rausfliegen, das würde auch stören. Also jetzt, wenn wir kurz vor dem Wettkampf sind, dann trainieren wir schon 6-mal in der Woche. Und wenn der Wettkampf gerade so vorbei ist, dann trainieren wir 5-mal ungefähr. Ich glaube, das war so eine 7,0 ungefähr. Also die höchste Punktzahl, die man bekommen kann, ist eine 10,0.